Ja, moin, liebe Brussen. Super, dass ihr heute wieder dabei seid. Wie ihr seht, neues Setup. Ich bin im Hamburger Hotel, beruflich unterwegs, aber das macht mir gar nichts. Ich drehe auch für euch in Hotels-Videos. Ja, und der Shop hat wieder auf. Die Buschi-Kollektion gibt es wieder, wie ihr gehört habt. Es gab Probleme, das haben wir ausgeräumt. Die Buschi-Kollektion ist wieder zu haben in allen Größen. Ja. Wie gesagt, ihr kriegt von mir eine Dankeskarte mit einer persönlichen Widmung von mir. Das T-Shirt, den Hoodie, der trägt sich einfach überragend angenehm mit Tradition. Tradition bedeutet mir eigentlich einfach unheimlich viel. Wir haben das Logo selber designt, wir verpacken es selber. Ja, und verschicken es an euch selber. Ich schreibe die Karten selber. Also da, und da mit jedem Kauf unterstützt ihr meinen Kanal, kriegt einen gebrandeten Karton. Ist einfach richtig angenehm. Und ja, wenn ihr was wollt, bestellt einfach was. Wir gehen nochmal gerade in den Shop. Natürlich, wie immer, Buschi Ehrenmann, gönnt euch ab 2 Teilen den Versand. Ja, ich habe es jetzt schon mal in den Warenkorb gelegt. Beim Auschecken, wenn ihr beim Auschecken seid, dauert hier immer ein bisschen länger. Und mit dem Rabattcode Buschi, wichtig, alle Buchstaben groß schreiben, wenn ihr 2 Teile bestellt, kriegt ihr ja, den Versand gratis. Und ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, wir haben jetzt auch größere Größen. Wir haben jetzt 3XL. Also wenn jemand ein bisschen kräftiger ist, wir haben ein paar einzelne Größen in 3XL da. Müsst ihr schnell sein, dann kriegt ihr auch 3XL. Und jetzt starten wir rein. Wie gesagt, ich wollte heute noch mal kurz ein Statement zu Katar abgeben. Das macht ja ge gefühlt jeder. Ich mache es auch. Ich finde es irgendwie dämlich, aber nützt ja nichts. Vorab, ich mache keinen Content oder Videos zur WM in Katar. Ich will mich aber jetzt hier auch nicht als große Moralapostel hinstellen, weil das bin ich nicht. Ich will nur faktenbasiert argumentieren. Fakt 1 ist, die WM in Katar ist gekauft. Da können wir uns aber selber auch einen Spiegel vorhalten. Die WM 2006 war auch gekauft. Deswegen eine WM zu boykottieren ist Quatsch. Also wie gesagt, jede WM ist gekauft, egal auf welchem Kontinent die stattfindet. Das ist alles korrupt. Deswegen kann man in dem Punkt Katar nichts vorwerfen. Wo man Katar was vorwerfen kann, beziehungsweise der FIFA, eine WM in ein Land zu geben, wo es Menschenrechten oder den Menschen einfach nicht gut geht durch Menschenrechtsverletzungen. Wenn du eine andere sexuelle Orientierung hast, wirst du verfolgt, was einfach scheiße ist oder beschissen ist. Sowas geht nicht. Und ja, und in so ein Land eine WM zu geben, ist sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, das hätte vor 10 Jahren verhindert werden müssen. Die FIFA tut immer so, als ob sie weltoffen wäre, der DFB auch. Sind sie im Endeffekt nicht. Wenn das Geld passt, ist eh alles scheißegal. Aber ja, ich kann einfach zu dem Thema keine Emotionen aufbauen. Deswegen mache ich meinen Borussia-Content, den ich einfach liebe. Mache meine Transfer-News, mache am Sonntag meinen Rückblick auf das Borussia-Jahr 2022. Dafür brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Es wird eine längere Folge. Bis dahin werde ich mir da eine Pause gönnen. Bis Sonntag wird kein Video kommen. Und ja, das ist mein Statement zu Katar. Aber ich will jetzt auch nicht die große Moralapostel sein. Wahrscheinlich würdet ihr mich auch in der Bar sehen, wenn ihr Deutschland spielt. Ich knall mir 3 bis 5 Glühwein rein und bin der Halbzeit eingepennt. Das kann schon passieren. Ich werde mir die Spiele angucken. Also so perfekt bin ich dann auch nicht. Und ich wünsche der Mannschaft auf jeden Fall viel Glück. Ist eine junge Mannschaft. Ich finde auch cool, dass mal so ein Füllkrug dabei ist, bin ich ganz ehrlich. Ja, und wie gesagt, ich wünsche den Jungs viel Glück und hoffe, oder ja, also hoffe, im Endeffekt sollen sie eine gute WM spielen, im Endeffekt vertreten sie trotzdem unser Land, ne? Viel Glück dafür. Und das war es von meiner Stelle aus. Das Thema WM ist für mich abgehakt. Jetzt wird es kein Statement, kein Kommentar mehr dazu geben. Vielleicht werde ich mal sagen, komm mal, wie kacke die gespielt haben, habe ich es kommen sehen, aber. Ihr wisst jetzt, was ich meine. Und jetzt starten wir rein in die Fohlen News. Shop haben wir abgehakt, der ist wieder live. Könnt ihr loslegen. Und ja, wichtig natürlich für alle Fans, die Spieltagsterminierungen sind live. Also die Rückrunde startet am Sonntag, wieder Sonntagsspiel, richtig klasse. 22. Januar um 17:30 Uhr gegen Leverkusen. Dann haben wir in der Woche englische Woche in Augsburg. Das werden 2 schwierige Spiele, glaube ich, direkt zum Rückrundenauftakt. Beziehungsweise, das ist ja noch theoretisch die Hinrunde. Und dann geht die Rückrunde los. Samstags 15:30 Uhr in Hoffenheim, endlich mal ein Samstagsspiel. Dann 18:30 Uhr zu Hause samstags gegen Schalke. Ja, Hertha gegen Borussia sonntags. Und wenn alles passt, dann haben wir am 18. Februar endlich mal ein 15:30 Uhr-Spiel im Borussia-Park gegen Bayern München. Gegen Bayern München. Ja, von dem Spieltag, von der Terminierung sind wir wirklich nicht gesegnet. Gerade für mich,
Freitagsspiele sind immer beschissen. Aus Berlin anzureisen ist immer schwierig, freitagsabends. Aber es nützt ja nichts. Hier kennt ihr die Terminierung jetzt auch. Wird ein schwieriger Rückrundenauftakt gegen Leverkusen und Augsburg. Ich glaube, Leverkusen fängt sich langsam wieder. Müssen wir mal gucken, wie die Jungs von der WM zurückkommen. Und ja, in Augsburg sahen wir auch jetzt nicht immer besonders gut aus. Und wir haben immer noch keinen Auswärtssieg. Das kommt noch dazu. Die Preisschilder für Thuram und Benzemaini sind raus. Ja, für Benzemaini soll man ab 5 Millionen bereit sein, ihn abzugeben. Bei Thuram ab 10 Millionen. Im Endeffekt, die Interessenten sind klar, ob es Bayern, Dortmund ist, ob es Tottenham ist, Manchester United, Inter, ist auch scheißegal. Mir würde es extrem wehtun, einen Benzemaini für 5 Millionen gehen zu lassen. Klar, er hat nur noch ein halbes Jahr, oder ein Thuram für 10 Millionen. Wenn die noch ein, zwei Jahre länger Vertrag hätten, ich glaube, dann würden wir bei Thuram in der Form über 40 bis 50 Millionen reden und bei Benzemaini auch zwischen 20 und 30 Millionen. Und jetzt kriegst du gefühlt ja einen feuchten Händedruck, was extrem bitter ist. Aber ja, Schippers, wir haben halt Schippers bei Borussia Mönchengladbach und der guckt halt extrem auf die Zahlen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es so ähnlich abläuft wie bei Zakaria zu Juve, dass da kurz vor Ende noch irgendwie ein paar Millionen mitgenommen werden. Aber im Endeffekt müssen die Spieler auch mitspielen. Ne? Wenn die Spieler sagen, ich gehe nicht, ich will Handgeld haben oder ich will einfach, hab einfach nur Bock, bei Borussia die Rückrunde mitzuspielen, weil es einfach gut läuft und will euch nach Europa bringen, dann kriegst du auch kein Geld mehr. So einfach ist die Situation. Und ich glaube, dass nichts passiert, ohne dass einer verkauft wird. Eventuell, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre ein Stürmer, dass wir noch einen Stürmer verpflichten, ob es jetzt ein Bellio ist, sei mal dahingestellt. Das würde ich mir wünschen, aber das Leben ist halt oftmals kein Wunschkonzert. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Bei den Preisen, 5 Millionen Benzemaini, 10 Millionen Thuram verkaufen oder nicht. Ja, und das ist es dann dazu. Was machen eigentlich unsere Leihspieler? Das ist eigentlich ein sehr schlechtes Bild von der RP, weil Olschowski ist natürlich kein Leihspieler. Jordan Bayer macht es wirklich sehr, sehr gut bei Burnley. In der Championship, glaube ich, ist das zweite englische Liga, Tabellenerster, unumstrittener Stammspieler in der Innenverteidigung bei Vincent Kompany. Ich glaube, wenn die aufsteigen, würde Vincent Kompany Jordan-Louis Bayer auch sehr, sehr gerne in der Innenverteidigung behalten. Und der steigert gerade richtig seinen Marktwert. Ne? Aber gut ist, dass er bei uns auch langfristig Vertrag hat. Ich würde mir wünschen, dass es einfach ein Gladbacher Junge ist, dass wir für den einfach im Kader einen Platz schaffen. Egal wie, der muss für mich einfach bei Borussia spielen. Und er zeigt einfach, dass er gerade was drauf hat, richtig was drauf hat. Und ich fände es extrem schade, wenn wir den verlieren würden. Ja, auch wenn da mal, es kann natürlich sein, dass Burnley für den nächstes Jahr 10, 15 Millionen bezahlt. Da muss man es natürlich überlegen. Aber ich würde mir wünschen, dass der Junge wieder zurückkommt zu Borussia, zu uns. Und ja, das zu Jordan-Louis Bayer. Moritz Nikolas spielt bei Roderkerk gerade in der zweiten Liga. Da läuft es nicht so gut. Ich glaube, er ist auch verletzt. Ist natürlich auch 25, ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, dass er sich bei Borussia nochmal als Stammtorwart durchsetzt, glaube ich nicht. Ich glaube, da ist Olschowski weiter. Vielleicht als dritter Torhüter. Oder man trennt sich in Zukunft. Jonas Kerksen hat einen sehr, sehr guten Anfang beim SV Meppen gehabt. Hat sich dann leider an der Schulter verletzt, ist jetzt so ein bisschen raus. Es läuft auch gerade nicht so gut. Aber der Junge hat auf jeden Fall Talent. 22 Jahre alt ist er, ne? Muss sich dann auch langsam durchsetzen. Aber ich glaube, mit Olschowski, der muss für mich der muss ganz klar jetzt Nummer 2 werden, hinter Jan Sommer. Definitiv. Tobi Sippel ist jetzt einfach, ist eine Top-Nummer 3 dann. Super erfahren auch. Kann Olschowski sicherlich auch noch helfen. Und wenn Sommer verlängert, wenn Sippel dann geht, brauchst du eigentlich nur noch eine Nummer 3 und dann bist du für die nächste Saison sehr, sehr gut aufgestellt. Auf der Torwartposition aus meiner Sicht. Und ja, hoffen wir einfach, dass Sommer verlängert. Und unsere Borussia ist im weltweiten Zuschauerdurchschnitt auf Platz 23. Das zeigt einfach wieder, wie geile Fans wir haben. Da kann England gar nicht mit. Also England kann noch mithalten, aber die anderen liegen einfach nicht mehr. Und wir haben sogar zwei aus der Hamburger SV und Kaiserslautern sind auch unter den Top 50 aus der zweiten Liga. Das gibt es sonst nirgendwo. Das zeigt einfach auch, wie Traditionskollektion, wie viel Tradition auch noch im deutschen Fußball bedeutet. Und wir haben die 1000 geknackt im Discord. Wir haben einfach die 1000 Leute geknackt im Discord. Wenn ihr noch dabei sein wollt, Link ist unten drin. Das ist einfach der Wahnsinn. Hier erfahrt ihr alles über Borussia, über den Fanshop, über Transfer-News, alles, was es gibt.
im Discord. Wie gesagt, Link ist unten drin. Und ja, zum Abschluss bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr mich so unterstützt in allen Lebenslagen, dass wir den Kanal gemeinsam so groß machen können. Das ist einfach der Wahnsinn. Ich würde mich freuen, wenn ihr was bestellt von meiner Buschi-Kollektion. 1900% Tradition, da steckt sehr, sehr viel Liebe drin. Damit unterstützt ihr meinen Kanal, wie gesagt. Danke, Skade, gibt's frei Haus, gebrandeten Karton. Und jetzt macht's gut. Ciao.